Na los, Junge, mach mal Lack und hier. Jetzt hier oben lang, alles klar. Ich komm! Ja, lass mich doch mal in Ruhe. Ich will mal, mich würde echt interessieren, wie viel Geld wir jetzt haben. Also, wie viel Geld wir genau haben, kann ich dir nicht sagen, aber wir haben bestimmt genug, um uns gleich einen ganz dicken Plot-Twist zu kaufen. Ich erinnere mich an das schöne Bild, was du noch im Ordner hast, was du nachher zeigen wirst. Wo sind wir hier? Endlich wieder Text nach diesem ganzen Scheißhaus hier. Du musst klicken. Ich klicke ja, aber der Text muss sich episch langsam bewegen. Ah, alles klar. Schaut mal da, da können wir uns die Klippe runterstürzen. Der Mana-Baum. Epische Szene. Ja, die Aussicht belohnt einen richtig nach all den Strapazen. Mhm. Endlich sind wir da. Jetzt können wir das Mana-Schwert reaktivieren. Wird doch mal Zeit, Leute. Warum hast du es so eilig? Der Mana-Baum ist wunderschön. Holy moly! Ich will diesen Baum auch in meinem Garten spürst haben. Spürst du auch diese magische Aura, Selina? Ja, und wie können wir jetzt weiter? Ich möchte mit diesen beiden Stimmen und dir ein Hörbuch aufnehmen. Nicht streiten. Wir sind hier an einem heiligen Ort. Wir haben fast unser Ziel erreicht. Nach einer anstrengenden Reise. Direkt hier mit der Schwert, zerstören wir die Festung. Stop scrolling so fast. Ist es oben der Mond? Ja, und mit der Macht des Mondes werden wir jetzt direkt mal nach unten teleportiert. Oder mal Zeit. Let's get to that mana tree. Der Sound aus dem Intro übrigens gerade. So viel zu geworben. Wir haben uns voll geworben. Ha, spürt ihr jetzt die... spürt ihr jetzt die Macht der Mana-Festung? Miu, Atombombe. Hey, sie zerstören den Mana-Baum. Hilfe. Erstmal so ein Baum gefällt mit einem Nuklearsprengkopf. Hiroshima! Und vor allem, ey, Battery. Wir gucken erstmal zu, warten, bis wir alle Endbosse und den ganzen Wald uns durchgekloppt haben und dann stehen wir vom ja. Baum. Jetzt sprengen wir den Baum. Sie schauen zu, wie schnell springen in die Luft. Andy, aufwachen. Alan, wake up! Wo sind wir? Wo ist der Mana-Baum? Was? Nein. Alles umsonst. Das war Tantalus. Und jetzt? Diese Pixelfresse, Alter. Ich hab gesagt, diese Pixelface ist echt hardcore. Andy. Ich spreche zu dir. Ich, der Mana-Baum. Ist das deine mysteriöse weibliche Stimme? Schon bald verschmelzen alle Monster dieser Welt zu einer riesigen Kreatur. Nur der Mana-Drache kann diese Kreatur vernichten und somit Mana retten. Hä? Okay. Aber der Mana-Drache ist ebenso gefährlich, weil seine Kraft zu groß ist. Okay. Wenn er diese Kreatur und die Festung vernichtet, ist auch die Welt am Ende. Nur du kannst dieses Unheil abwenden, indem du das Mana-Schwert benutzt. Nur du kannst das tun, weil du der Letzte des Mana-Stammes bist. Eigentlich hätte dein Vater, der Ritter Arion, hier stehen sollen. Was für ein Name, ey. Doch Arion ist beim Kampf mit dem Imperator ums Leben gekommen. Das war vor ungefähr 15 Jahren in der Nähe des Quelldorfs. Aber vorher haben wir es noch hart getrieben. Hast du alles verstanden, Andy? Du meinst, das Gespenst bei der Quelle war mein Vater? Junge, du machst ganz schön die Beine breit gerade. Das ist X-Face. X-Faktor ist unfassbar. Ja, Andy. Dein Vater Arion. Ich war seine Frau. Und bin deine Mutter. Dödüm. Meine Mutter ist dein Baum? Ich war seine Frau und bin deine Mutter. Wir gehören zum Mana-Stamm. Die Frauen von uns werden zu Bäumen, die unsere Welt beschützen. Yeah, they're getting some wood over there. Die Männer von uns tragen das Mana-Schwert, um gegen das Böse zu kämpfen. Du musst die Festung zerstören. Mana wird immer schwächer. Ich würde sagen, die haben echt viel Holz vor der Hütten. Der bekommt der Begriff sich einfach in der Palme wedeln, noch eine ganz neue Bedeutung. Mann, du hast doch auch gerade einen Lauf, ey. Nun werde ich die Energie der Mana-Samen auf dein Schwert projizieren. Alter, guck dir doch mal deine Fresse an.
Das ist mein Blowjob-Face. Andi, ich war wohl keine gute Mutter für dich. Was ein Baum! Mama! Bist du es wirklich? Jetzt kommt auch noch ein Mutterkomplex. Ja. Oedipus-Komplex. Bitte. Let's get serious. Mama! Sprich doch mit mir! Mama, bitte! Bist du mit dem Dekruti fremdgegangen? Andi. Meine Mutter. Oh Mann. Auf die Fresse, ey. Vergiss diesen Baum. Wir müssen weiter. Oh, wie ich solche Situationen hasse. Dann stellt sich wieder raus, dass die Mutter ein Baum war. Immer dasselbe. Oh. Herrlich, ey. Okay. Lasst es uns zu Ende bringen. Ferienbande. Ich darf meinen Vater und meine Mutter nicht enttäuschen. So, gefällst du mir, alte Socke? Stimmt, wenn ich nicht schon mit Hagen verlobt wäre. Also wirklich, gehen wir jetzt endlich auf in den Kampf. Kampf! Auf in den Kampf, auf in den Kampf, Dragon Ball, auf in den Kampf. Stopp, Baum, stopp. Lass meine Mama in Ruhe! Lass meine Mama in Ruhe! Ja, ist ja schon gut. Gib gleich Wort aufs Maul! Weg von meiner Mama hier! Hier, ruf mal unseren fliegenden, unsere fliegende Hündin, Bitch, Dings da. So wie man sieht, sind jetzt alle Mana-Samen wieder aktiviert. Das heißt, wir können ab jetzt alle Zauber auf Level 8 bringen. Aber los, wir brauchen die geheime Ausrüstung, oder? Ja, ich hatte ja schon fast überlegt, ob wir es nicht ohne die Klamotten versuchen wollen. Nee. Wir möchten es einfach zeigen, weil wir gerade so ein Profi-LP davon machen. Also so Profi-LP in Anführungszeichen. Ja, okay, da hast du schon recht. Direkt mal gefunden. Mal so nach Norden geflogen. Oh, das ist der Sneaker. Dann schauen wir mal, ob wir den Geheimgang finden. Musst du mir gleich mal zeigen. Ich kann mich nicht, auf jeden Fall jetzt gerade nicht dran erinnern. Ja, wir müssen hier irgendwo durchgehen. Okay. Irgendwo hier durch eine Wand. Durch eine Wand laufen? Komm einfach mal mit, wir checken mal alles ab. Okay, ich folge dir. Irgendwo unter einer Treppe oder so. Unter einer... hier? Zum Beispiel, irgendwo hier muss was sein. Nee. Lass die alte Frau doch mal in Ruhe. Nichts getan. Aber hier ist auch nichts, ey. Wo ist dieser Kackeingang? Voll logisch, wir suchen nach einem geheimen Shop, der müsste irgendwo sein. Schön. Ja, macht total Sinn. Ja, geh weg. Boah, hier ist überall nix. Ich kann mich auch nicht erinnern, als Kind das mal gefunden zu haben, aber... Vermutlich Niki so, verarscht. Aber vielleicht habe ich es auch nur einfach vergessen oder so. Aber da kommt doch niemand drauf, da war ich... Naja, es gibt ja schon so Geheimgänge in dem Spiel, zum Beispiel damals im Trüffeldorf, dieser komische Tresen, wo wir da auf einmal so rumlaufen konnten. Also vielleicht auch hier. Ups, sorry, das war mein... Nee, ich glaube, das war gut. Lass mal nochmal hingehen. Ja? Hier, da. Da ist irgendwas. Irgendwie müssen wir da rüberkommen. Vielleicht hier bei dem Tresen oder so. Oh Gott, das wär's jetzt gewesen. Wow! We found it! Hoch. Oh, yeah! Yeah! What? Let's get up! Jetzt erstmal hardcore shoppen hier. Ja, da tanzt. Wie kann ich helfen? Go! So, mal schauen. Boah, leck mich am Arsch. Kaufen wir mal. Ich will Goldkette! Für wen ist denn der? Für uns alle drei, ne? Für uns alle. Alles klar. Hab ich schon drei gekauft? Ja, du hast drei gekauft. An sich sieht die Goldkette ja geiler aus, aber ist halt schwächer. Ja, weil es weniger kostet. Aber haben wir die Dämonenweste nicht schon? Warte mal, ich überprüfe das mal eben. Ne, bei der Dämonenweste bin ich mir auch nicht so sicher, ob wir uns die nicht auf jeden Fall einmal gekauft haben. Na toll. Ja, die haben wir schon. Wir haben das Zeug schon. Die Dämonenweste haben wir auch schon. Jetzt echt? Und die Helme. Kauf mal, also geh mal auf Kaufen. Ja, haben wir alles. Na,
Toll. Naja, kopf ich wenigstens mal das andere Zeug voll. Jo. Es hat sich voll gelohnt, hierher zu kommen. Voll geil. Danke, Niki. Echt toll von dir. Naja, ich sag mal, so haben wir immerhin diesen geheimen Händler auch noch gezeigt. Ja. So macht das auch Sinn, dass ich mich erinnert habe, als Kind immer nur im Nebelvulkan durchgerannt zu sein. Hm? Müssen wir wohl auf die geheime Ausrüstung in der Mana-Festung hoffen. Looten und Level. Ja, so wie du bei Tales of Celia, ne? Oh, und bald kommt Tales of Symphonia Chronicles. Das können wir dann zocken, wenn du hier bist und du Bock hast im Koop. Jo, sehr gerne. Aber jetzt müssen wir irgendwie noch wieder rauskommen. Ich arbeite dran. Können wir einfach Wundertauen hier raus? Ich glaube nicht. Ich arbeite dran, aber hoch geht man mir gerade. Scheiße, Mann, wir kommen hier nicht mehr raus. Was? Ach du Kacke, ey. Ja, läuft gut. Irgendwie spackt die Steuerung, lass mal zurückgehen. Ich bin raus. Ich versuch mal Wundertauen. Nee, das geht nicht. Wo bin ich überhaupt? Ah, hier. Hallo. Hi. Mach mal ein Safe State. Warte, wir müssen erstmal versuchen, jetzt wieder rauszufinden von dem scheiß geilen Händler. Man weiß es nicht. So. Das war alles eine geheime Falle, die Niki geplant hat. Danke, Niki! Ich probiere mal eben das Ringmenü als Orientierung. Runter? Hier. Scheiße! Ich laufe gerade nach links. Ah. Netz hoch. Aha. Yeah! Wir sind nicht in den Labyrinthen der Festung am Arsch gegangen. Wir haben es geschafft. Yes! Ich meine, man sieht ihn ja hier theoretisch. Also man kann schon drauf kommen, dass er irgendwo da ist. Ja, an sich ist es schon nicht so schwer, aber man muss auch erstmal drauf kommen. Aber dafür ist alles wieder voll. Yay. So, wir gehen jetzt nochmal speichern und dann geht's weiter. Würde ich auch sagen, also wir gehen jetzt schlafen und wir melden uns dann im nächsten Part hier, wo wir die Mana-Festung zerfickeln. Hoffentlich. Ja, ein paar Gegner müssen wir noch umlegen. Mhm. Und nicht wenige. Also sagen wir so viel leichter als der Nebelvulkan wird's auch jetzt nicht werden. Nicht viel leichter, aber ein bisschen, denke ich. Hier rein, oder nicht? Nee, das ist ein Shop. Möchtest du mal ganz... Möchtest du uns mal loswerden, dass wir jetzt auch noch theoretisch andere Orbs finden können? Die ist doch jetzt schon, oder? Ja, jetzt kommt die Mana-Festung. Aber ich suche erstmal ein Schlafzentrum. Hier ist ein Schlafzentrum. Hallo Schlafzentrum, ich möchte gerne einmal Schlafzentrum buchen. Eine Nacht kostet 150, möchtest du bleiben? Ja, bitte, danke. Naja, wir haben ja nicht viel Geld oder so. Nee, wir sind arm, wir haben nur knappe 500.000. Oh, so putzig. Okay, meine Freunde, wir kommen dann schon mal zum Beenden des diesigen Partes oder so. Keine Ahnung. Ich will die Mana-Festung ficken jetzt. Mach du mal einen Abspann. Ja, Leute, wir sind jetzt ausgeruht und ausgerüstet und werden jetzt noch eine Sitzung machen, bevor Andi essen geht. Ja. In der wir anfangen, die Mana-Festung zu erobern. Und ich schätze mal, so, also ein Part, so ein Part 70, 72 rum werden wir das Spiel durchhaben. Wurde mal Zeit. Also wir sehen uns das nächste Mal wieder in der Mana-Festung zum finalen Endfight, meine Freunde. Und dann nach über 2 Jahren haben wir dann endlich dieses Let's Play geschafft. Wird aber auch endlich mal Zeit hier, ne? Also bis zum nächsten Part. Ciao. Bis dann, Leute.